Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Heute machen wir uns wieder so eine richtig feine One-Pot-Variante. Wir werden uns einen Jäger-Gulasch-Topf machen. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr sehen möchtet, was ihr braucht, wie das geht, dann bleibt dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Und die, die mich schon länger verfolgen, die wissen ganz genau, das Rezept und die genauen Mengen stehen in der Videobeschreibung. An alle die, die neu dazugestoßen sind, ihr könnt gerne hier unten mein Logo anklicken und dann diesen Kanal hier auch abonnieren. Da habe ich jetzt die Zutaten stehen, die schauen wir uns wie immer zuerst an. Hier haben wir dann einmal Gulasch, in meinem Fall ist das jetzt halb und halb, das heißt Rind und Schwein. Alternativ könnt ihr nur Schwein oder nur Rind nehmen, das macht ihr wie ihr möchtet. Dann brauchen wir ein paar Paprikaschoten, hier hinten haben wir Champignons, in meinem Fall sind es braune, es gehen aber auch weiße. Dann brauchen wir ein paar Zwiebeln, frischen Thymian, an Gewürzen habe ich hier Salz, Pfeffer und süßes Paprikapulver. Speckwürfel brauchen wir, stückige Tomaten, dann ein wenig Malzbier und hier hinten haben wir Kartoffelgnocchi. Dann können wir auch schon starten mit dem Schnippeln. Dazu fange ich hier mit den Champignons an. Die werden wir einfach nur mal vierteln. Alternativ könnt ihr sie auch halbieren, aber hier so Viertelstücke finde ich schöner. Und über das Brummen im Hintergrund braucht ihr euch nicht wundern, das ist jetzt kein Tonproblem, sondern da steht der Pelletsmoker, der läuft hier nebenher. Dann kommen wir zu den Zwiebeln. Die werden wir uns hier einmal halbieren. Und da schneiden wir uns dann solche Halbringe runter. Dann haben wir hier noch die Paprika. Da machen wir wie immer den Deckel ab. Dann holen wir uns das Kerngehäuse raus. Dann werden sie geviertelt. Die Viertelstückchen halbieren wir nochmal. Und dann werden wir uns solche Stückchen hier rausschneiden. So ist das vollkommen okay, wenn ihr sie kleiner haben wollt, macht ihr sie natürlich kleiner. Dann hätten wir es geschafft, die Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen. Hier zu unserem Thymian, den werden wir nachher nur ein bisschen von den Zweigen runterzupfen und ein bisschen feiner hacken. Ich werde jetzt im Hintergrund die Kohlen starten und wir sehen uns am Dutch Oven wieder. Dann sind wir am Grill angekommen. Heute zum Dutchen nutze ich wieder den Sogambo mit dem Talentrichter. An Kohlen habe ich wie immer die von bestcharcoal.eu drin. Das ist jetzt die Mischung aus Birke und Espe. Wenn da einer Bock drauf hat, die mal testen möchte, in meiner Videobeschreibung findet ihr einen 15% Rabattcode. Könnt ihr die gerne mal ausprobieren, weil für mich ist das mit das Beste, was ihr eurem Keramikgrill bzw. Grill antun könnt. Jetzt machen wir aber den Talentrichter rein. Den brauchen wir einfach mal hier auf unseren Kohlekorb setzen. Wer diesen Talentrichter bei dem Sogambo jetzt nicht hat, der kann natürlich auch den Halter für diverses nehmen. Dann können wir da unseren Dutch Oven draufstellen. In meinem Fall ist das mein DO10 von Barbecue Toro. Das Rezept ist dann wieder ausgelegt für 6 bis 8 Personen. In den Topf geben wir dann jetzt etwas Öl und lassen das heiß werden. Unser Öl sollte dann mittlerweile heiß genug sein, das erkennt ihr hier dran. Macht ihr euch hier so einen Holzlöffel rein und ihr seht, das fängt an zu schäumen. Das ist das Zeichen für uns, unser Öl ist heiß. Dann werden wir als nächstes hier unser Gulaschfleisch nehmen und das portionsweise anbraten. Bevor jetzt wieder die Diskussionen ausarten, brät man Gulasch an oder nicht, ich kann euch sagen, mir ist das mittlerweile egal, denn ich habe es mal gemacht, da war es nicht okay, ich habe es mal nicht gemacht, da war es genauso wenig okay. Ich möchte auf jeden Fall heute Röstaromen am Fleisch haben und deswegen brate ich das Ganze an. Nachdem die erste Ladung dann die gewünschte Bräune hat, das macht ihr natürlich so, wie ihr das möchtet, mir reicht das so, nehmen wir das raus und werden den Rest anbraten. Jetzt, wo das Fleisch fertig ist, geben wir unseren Speck und die Zwiebeln dazu.
Und auch diese werden wir erstmal schön anbraten. Unsere Zwiebeln haben wir jetzt genug Farbe abbekommen. Jetzt werden wir dann die Champignons dazugeben. Auch die werden wir mit anbraten, sodass sie erstmal schön ein wenig Wasser lassen können. Dann kommen auch gleich die Paprikaschoten dazu. Und jetzt geben wir dem Ganzen so lange Zeit, bis unsere Pilze schön eingefallen sind. Jetzt können wir dann auch schon mal unsere Gewürze dazugeben, weil die können wir auch noch einmal kurz mit anrösten. Gute 10 Minuten haben wir das jetzt braten lassen. Jetzt löschen wir das Ganze mit unserem Malzbier ab. Dann geben wir auch gleich die stückigen Tomaten dazu. Dann werden wir das alles miteinander verrühren. Jetzt, wo das dann köchelt, können wir hier unser Fleisch samt Saft wieder dazu tun. Dann werden wir auch das noch einmal schön unterheben. Und wie man dann sieht, ist es einfach zu wenig Flüssigkeit. Das könnt ihr jetzt korrigieren, indem ihr entweder einen Fond reinschüttet, Wasser oder wie in meinem Fall, ich gieße das jetzt mit noch ein bisschen Malzbier auf. Ist einfach nur so, dass alles schön bedeckt ist. So, und dann werde ich hier den Deckel drauf machen. Dann nehme ich den Topf von der Hitze, werde hier auf indirektes Setup umbauen, denn so viel Bums von unten brauchen wir nicht mehr. Und wie so oft im Leben ist man dann doch ein wenig sprunghaft. Ich habe mich jetzt dann doch dazu entschieden, das Ganze so zu lassen, denn ich kriege meinen Deckel vom Sogambo doch geschlossen. Somit kann ich mir die Hitze ein bisschen steuern, dass unten nicht so viel Bums drauf ist. Und deswegen baue ich dann doch nicht weiter um, dass ich da Deflektoren alles einsetzen muss. Das Ganze werden wir dann jetzt gute 2 Stunden so vor sich hinschmoren lassen. Nutzt ihr nicht wie ich einen Grill, ob es jetzt die Kugel ist, ob es jetzt hier so ein Keramikgrill ist, dann macht er am Anfang richtig Kohlen runter, dass er gescheit anbraten könnt. Hinterher nehmt er dann nur so gut die Hälfte, dass er dann, wenn er so einen großen Topf habt wie ich, packt er euch dann so gute 10 Kohlen da drunter. Könnt dann auch noch 5 Stück oben drauf machen, müsst ihr aber nicht, weil von unten die Hitze wird dann vollkommen ausreichen, damit wir das 2 Stunden lang geschmort kriegen, aber da könnt ihr ja so ein bisschen rumexperimentieren. Auf jeden Fall lassen wir das jetzt 2 Stunden in Ruhe, zwischendurch werde ich natürlich nochmal reingucken, umrühren und da sehen wir uns dann wieder. Gute 2 Stunden sind rum, wir werden mal reinschauen. Dazu den Deckel auf. Dann nehmen wir uns den runter, ja, wie man sehen kann, es blubbert schön vor sich hin. Das Ganze mal aufrühren. Ja, von der Flüssigkeit her reicht uns das vollkommen aus. Das ist super. Jetzt können wir dann auch schon unsere Kartoffelgnocchi dabei geben. Auch diese rühren wir erstmal schön mit unter. Naja, so ein bisschen auseinanderdrücken. Aber das kommt, denke ich mal, beim Kochen. Und dann geben wir dem Ganzen noch mal so gute 15 Minuten, sodass unsere Gnocchi schön heiß werden. Weil ich denke mal vom Fleisch her, ah ja, das kann man so zerdrücken, ja, das ist okay. Und wem das dann nachher zu viel Soße ist, obwohl ich finde, dass jetzt, also die Soße zu flüssig ist, der kann sie sich gern noch andicken. Aber wie gesagt, die Kartoffelgnocchi, die geben wir jetzt noch ein bisschen stärker ab. Ich denke mal, dann haben wir das optimal, so wie wir es haben wollen. Aber ich mache jetzt erstmal schnell wieder einen Deckel drauf, gebe dem Ganzen 15 Minuten und wir sehen uns oben am Tisch wieder, wenn wir das Ganze probieren. Mittlerweile ist unser Jäger-Gulasch-Topf dann fertig. So schaut das Ganze aus. Hier kann man dann schön unsere Gnocchi sehen und von der Soße her, ihr seht, das ist auch hier so richtig schön sämig, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil die Gnocchi haben dann doch gut Stärke noch abgegeben. Hier haben wir unsere Champignons, Paprika, okay, die zerfällt, bleibt natürlich nicht aus. Dann haben wir hier unser Fleisch, auch das, seht ihr, könnt ihr hier so zerdrücken, so weich ist das. Ist ja auch klar, nach 2 Stunden schmoren haben wir noch eins hier da. Ja, ist auf jeden Fall butterweich. Jetzt werde ich aber einen Löffel nehmen
mir so eine Ladung mit allem draufpacken und probieren. Dann guten Appetit. Oh. Hm. Wow. Also da kann ich von vornherein schon sagen, das ist wieder so eine Nummer, da könnte ich mich reinlegen. Hm. Der Pilzgeschmack, der kommt noch gut durch. Aber der Hammer ist die Soße, die wir uns hier nur mit dem bisschen Tomaten und dem Malzbier gemacht haben. Also das sollte ihr generell mal probieren. Das ist geschmacklich einfach nur der Hammer. Klar, Fleisch, butterzart. Wie soll es auch anders sein, wenn man es über 2 Stunden schmort? Die Gnocchi sind auch gut auf dem Punkt. Da müsst ihr dann auf der Verpackung gucken, wie lange. Bei uns stand jetzt 15 Minuten drauf. Das haben wir auch gemacht und das passt hervorragend. Dann selbst der Speck. Den schmeckt man noch ganz leicht raus. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ist aber so. Die Zwiebeln, die sind so gut wie weg. Paprika natürlich auch. Aber das bleibt bei so einem Schmorgericht natürlich nicht aus. Aber ich kann euch wirklich nur sagen, es ist arschlecker. Macht das nach und lasst mich wie immer wissen, wie hat es euch geschmeckt. Mmh. Ist das geil. Dann hätten wir es auch schon wieder geschafft. Wir sind am Ende vom Video angekommen. Gerade gegessen, alle waren begeistert. Wie eben schon gesagt, die Combo ist einfach nur genial. Probiert das aus und macht es einfach nach und überzeugt euch selber. Und wie immer natürlich, schreibt unten rein, hat es euch geschmeckt oder nicht. Auch die Abänderungen, die ihr zwischendurch mal reinschreibt, das könnt ihr auch gerne beibehalten, was ihr so verändert an den Gerichten. Dann kann ich das auch mal ausprobieren. So, dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ist dem so, gebt mir gerne einen Daumen hoch dafür. Dann natürlich auch einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt das jetzt gerne hier oben nachholen. Da ploppt mein Logo auf. Draufklicken, dann nach Möglichkeit noch die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann sage ich wie immer, bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl, euer Michael. Macht's gut. Ciao.